Bilder zu einem Amtsträger, ungefähr dieselbe Laufbahn wie Schwarzenegger. Spiel in der Liga der reichen Anzugsträger. Boom, was knapp, Leute, willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Yo, ihr seht's schon. Neue Rap Kings Figur von Mike Illustrated. Kolle am Stissel. Yo, freut mich mega. Damals ging's los mit Sido, davon limitiert auf 1000. Dann ging's mit. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, war es Santiago eher oder Hafti? Ne, Santiago war glaube ich eher gewesen. Erst kommt Santiago in der Yellow Bar Mitzwa Box. Da weiß ich nicht, wie viele Figuren dann insgesamt eigentlich gab dann. Aber es ist natürlich auch limitiert, weil die Box ist ausverkauft. Dann kam natürlich Hafti auch nochmal mit 2000. Und jetzt kommen nochmal Kollega, frisch reingeschneit. Nochmal zu Weihnachten nochmal einen kleinen Drop gehauen. Und ja. Ich muss sagen, fangen wir erstmal an hier mit den Stickern. Man merkt aber von Figur zu Figur wird Inhalt und das Drumherum besser. Muss man sagen, allein wegen der Autogrammkarte schon, weil man das so sieht. Ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ihr habt dann natürlich dann wieder das Zertifikat. Wir haben die Nummer 585. Boom. Sieht mega cool aus. Also ich mag ja diesen Rainbow Schiller Stil. Genau, dann haben wir diesmal eine schöne Karte, auch definitiv tausendmal besser als letztes Mal bei Haftbefehl, weil bei Haftbefehl hast du einfach nur so einen Zettel gehabt, wo unterschrieben wurde. Da war teilweise dann ein bisschen geknickt gewesen und so weiter und so fort. Und diesmal ist es ja, sag ich mal, richtig, wie soll man denn sagen, eine Art wie Bierdeckel gemacht, einfach jetzt mal ganz stumpf gesagt. Kotta hat nochmal unterschrieben, das finde ich auch sehr cool. Und dann ist natürlich Kollega nochmal am Start. Ich mache das natürlich auf, weil das ist einfach Fakt. Check. So, so sieht das Ganze aus. Das Alpha Empire Logo. Das ist einmal das, sozusagen die Hinterseite, dann Außenkarton. Einmal Kollega. Das einzige, was bis jetzt beim Santiago war, bei Haftbefehl und bei Sido war es auch nicht gewesen. Da habt ihr so eine kleine Krone drauf gehabt. Das ist dann der Unterschied jetzt, sag ich mal, zu der Außenhülle. Muss man ja mit anmerken, trotz alledem, ne? Also. So, genau. Dann haben wir natürlich die Figur an sich. Einmal auch schön eingepackt diesmal. Das war, glaube ich, das letzte Mal auch nicht der Fall gewesen. Aber wer Bock hat, kann natürlich meine anderen Videos dazu nochmal mit anschauen. So, ich ziehe das bis hier oben hoch. Dann kann ich das gleich wieder runterziehen. Dann. Das ist eigentlich ganz cool. Den Mandel. Schön der Big Boss. Die Figuren sind halt mega cool irgendwie so. Ne? Das muss man halt wirklich sagen, wie es ist. Es sieht halt nun mal richtig fresh aus. Ja, mit der Zigarre und sowas. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob die Banderole. Ne. Hätte ja sein können, dass jetzt hier nochmal auf der Banderole nochmal ein extra Zeichen ist. Dann hier, wie gesagt, sein Label, Logo und Goldketten. Denn der Boss ist ja an Rente wegen. Schau auf der. Guck auf die Goldkette. Die meisten sollten es ja kennen, theoretisch. Ja, das sieht auch so aus, wie eine Haare, die sich steckt. Sind die Haare auch gedeckt? Genau. So, dann haben wir hier einmal Kollega nochmal reingestampft. Das ist auch neu. Und einmal Rap King. Das war, glaube ich, bei den anderen Figuren auch nicht gewesen. Und ja, ich hau euch auch noch, zu Weihnachten kommt das Ganze, hau ich euch natürlich auch noch eine Kollega-Vinyl raus. Selfmade Records hat nochmal sozusagen einen Stift gezogen und nochmal eine Vinyl rausgebracht. Aber was das sein wird, lasst euch bitte überraschen und schaut einfach dann mal vorbei. Zu Weihnachten sollten diese drei Videos eigentlich fast gleich rauskommen. Gehe ich mal stark davon aus. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Habt schöne Weihnachten, schöne Feiertage und wir sehen uns im nächsten Video bestenfalls. Haut rein. Peace.